Festgottesdienst im Wetzlarer Dom. Das Hessentagsprogramm der christlichen Kirchen endete am Sonntag mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Das gemeinsame Programm der evangelischen Kirchen in Hessen und des Bistums Limburg besuchten insgesamt mehr als 110.000 Besucher. Bei ihrer gemeinsamen Predigt im Abschlussgottesdienst fragten Superintendentin Ute Kannemann und Bezirksdekan Dr. Christoph May die Besucher, ob sie den Himmel über dem Hessentag gespürt hätten und ob ihnen Gott näher gekommen sei. 10 Tage lang habe sich auf dem Dom, in der Himmelskirche und auf der Himmelstreppe auf der Hessentagstraße viel um den Himmel gedreht. Viele hätten in Gottesdiensten, bei Konzerten, in Lesungen und bei Begegnungen den Blick auf Gott gewagt. Die Gottesdienstbesucher wurden von den beiden Dompfarrern Björn Heimer und Peter Kollers begrüßt. Die musikalische Gestaltung lag in den Händen der Kantorei Wetzlar unter Leitung von Kantor Dietrich Bräutigam und dem Domchor unter der Leitung von Bezirkskantor Horst Christil. Rückblickend zeigten sich die beiden christlichen Kirchen zufrieden mit ihrem Hessentagsprogramm, das aus 80 Veranstaltungen bestand. Ausverkauft waren die Veranstaltungen mit Jan Gabarek und dem Hilliard-Ensemble, Margot Käßmann und Hans-Jürgen Hufeisen, sowie die Musicals Elisabeth und David und Goliath. Unterstützt wurde der ökumenische Auftritt der Kirchen durch 700 ehrenamtliche Helfer.